Sayed Hanai wurde an einem unbekannten Datum im Iran geboren. Über seine Situation weiß man nur, dass er verheiratet war und 3 Kinder hatte. Als seine Frau einmal für eine Prostituierte gehalten wurde, entwickelte er einen großen Hass auf Prostituierte. Die große Anzahl solcher Frauen sei verantwortlich für die Verdächtigung. Ab dem Jahr 2000 beobachtete Hanai seine Opfer vom Auto oder dem Motorrad aus, lockte sie, wenn seine Familie abwesend war, in sein Haus und erdrosselte sie mit ihren Kopftüchern. Die Leichen wickelte er in schwarzes Tuch und warf sie irgendwo auf die Straße. In jedem Fall blieb er in der Nähe und täuschte Hilfsbereitschaft vor. Eine Frau jedoch folgte ihm in sein Haus und schöpfte Verdacht. Bevor er sie angreifen konnte, schlug sie ihm in den Bauch und entkam. Sie alarmierte die Polizei, welche Hanai sofort festnahm. In Verhören gestand er schließlich, 16 Frauen ermordet zu haben. Er sei von Allah dazu berufen, diese Prostituierten auszumerzen. Das Töten von Frauen käme für ihn dem Zertreten von Kakerlaken gleich. Hanai wurde zum Tode verurteilt und am 17. April 2002 in Teheran gehängt.